Entschuldigung, dürfte ich eventuell mal das Zelt aufbauen, bitte? Hallo? Bitte, bitte? Darf ich bitte mal das Zelt aufbauen? Entschuldigung. Danke. Bin übrigens gerade das erste Mal mit meinen neuen Schuhen gelaufen und das war fantastisch. Also, als wenn ich auf Wolken laufen würde. Aber der Plan ist, dass ich diese Schuhe dann immer zu, ich nenne das mal Wettläufen trage, weil die sind leicht und somit bilde ich mir ein, ich bin schneller. Natürlich wird man nicht nur durch die Schuhe schneller, sondern man muss auch trainieren. Tempo oder Geschwindigkeitstraining mache ich demnächst noch, nur momentan arbeite ich eher noch an der Ausdauer mit eben so Langläufen wie in dem hier gerade. Das heißt, eine Stunde, knapp 10 Kilometer und wichtig eben eine niedrige Herzfrequenz, in meinem Fall irgendwie so 135. Da soll auf Dauer was bringen. Ich finde es gut und es macht Spaß. Wo wir gerade von Spaß reden, ich habe mir ein Zelt gekauft. So, ich bin total gespannt, was hier drin ist. Obwohl, ich habe es ja gerade schon verraten, weil das hier ist eine Rückblende. Aber ich tue mal so. Ich pack's mal aus und tue mal ganz überrascht. Es ist ein Zelt. Aber warum eigentlich ein Zelt? Ganz einfach. Ich habe mir vorgenommen, dass ich mit dem Fahrrad und dem Zelt dann einfach mal irgendwo hinfahre, um zu campen. Das ist so der Plan für irgendwann mal. Und so sieht das Ganze dann übrigens aufgebaut aus. Ja, warum ein Zelt? Ich habe mir vorgenommen, dass ich mit dem Fahrrad und dem Zelt dann einfach irgendwo, ich glaube, das habe ich gerade schon gesagt, das mit diesen Rückblenden, das ist wirklich verwirrend. Also ich will mehr campen und ich werde mir so nach und nach so ein paar Dinge kaufen, wie Taschen und was man halt braucht, um mit dem Fahrrad irgendwie irgendwo hinfahren zu können. Was ich auf jeden Fall dringend benötige und was ganz oben auf meinem Zettel stand, war ein Kocher und Kochgeschirr. Das habe ich mir schon gekauft und das werde ich dann morgen getestet haben. Das heißt, morgen getestet haben macht das hier zur Vergangenheit. Und das bedeutet, das hier ist auch eine Rückblende. Ich weiß, ich bin selbst verwirrt, aber ich mache die Regeln ja nicht. Willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ziemlich kurz, weil ich ja eigentlich nur mein neues Kochgeschirr testen will. Das hier. Ich habe viele Besucher hier, fahren eine Menge Fahrradfahrer vorbei. Wahnsinn, bin ja fast berühmt. Der Sommer ist verrückt. Gestern 30 Grad Sonne. Jetzt hat es bis eben gerade geregnet. Und es ist sehr windig. Zeig mal kurz, wo ich bin. Ich bin hier extra rausgefahren an die Haff oder wie auch immer das heißt. In die freie Natur, weil ich war hier schon öfter laufen. Und hier ist ein schöner Unterstand. Und hier werde ich jetzt kochen. Naja, Kaffee trinken. Also wie gesagt, ich habe hier diesen tollen Kocher, dieses tolle Kocherset gekauft. Wahnsinn, Moment. Das ist so ein billiges Ding, das gibt es irgendwie. Ja, es ist irgendwie, es gibt es für 20 Euro bei Amazon. Hier ist ein kleiner Kochtopf bei, eine Halterung für die Gaskartusche. Hier ist der Kocher drin, auf den bin ich gespannt. Ein Göffel. Gaskartusche, also die ist hier nicht bei, die habe ich nur noch reingepackt, wegen des Transportes. Normalerweise ist da noch ein Schwamm bei. Den habe ich nicht dabei, ich zeige aber mal ein Foto von mir und dem Schwamm. Schön, oder? Naja, dieser Blecheimer hier ist auch noch dabei. Wird seinen Zweck erfüllen. Also ich bin gespannt, ob das irgendwie funktioniert. Okay, fangen wir mal an. Das Witzige ist ja, es gibt hier keine Anleitung, aber das kann ja so schwer nicht sein. Das ist der Kocher, also der Kochaufsatz. Das ist dann hier die Zündung. Funktioniert schon mal sehr gut. So, was mir so ein bisschen Sorgen macht. Dieser Zünder da, der ist natürlich jetzt schon total rot, glimmt oder glüht so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber da. Also ich glaube, das hält nicht so lange. Also ja, mal gucken. Windschutz habe ich auch nicht. Naja, es ist ja nur ein Test. Also bin ich schon mal ein wenig begeistert davon. Und ich sage, ich gebe mal den Kaffee ein. Was ich natürlich sagen muss, ich habe dummerweise am Anfang gerade eben Wasser in diese Tasse geschüttet. Dann weggeschüttet, weil das Wasser sollte ja in den Kocher, in diesen da rein. Vielleicht habe ich nicht genug Wasser für den Kaffee. Na, mal sehen. Bin ja manchmal ein bisschen doof. Die Spitze ist jetzt ein bisschen braun, Quatsch, grau. Das Ganze ist natürlich sehr billig, aber mich haben hauptsächlich diese Töpfe und so weiter interessiert.
Und was natürlich sehr cool ist, der Göffel, den ich natürlich auch austauschen werde gegen Bambus oder Holz, weil ich habe hier keinen Bock mehr, so ein Metallding in den Töpfen rumzukratzen. Ich würde sagen, Prost. Das ist natürlich heiß, also so eine Metalltassen sind eigentlich scheiße. Fuck, das ist echt heiß. Ich weiß nicht, wie man aus so einem Scheißding trinken soll, ganz ehrlich. Na ja, okay, ich habe einen Plan. Also überraschenderweise ist der Topf kalt. Das bedeutet, ich mache jetzt meinen Kaffee hier rein und trinke aus diesem Ding. Schlau. Ich habe Angst. Ja. Kaffee. Also das geht, also man kann auch dann aus dem Ding trinken hier. Also kurzes Fazit. Hat funktioniert. Der Kocher funktioniert mit Gas. Moin. Hi. Es waren bestimmt zwei neue Fans demnächst. Sie suchen jetzt bestimmt nach mir im Internet und finden mich. Fazit. Kocher hat funktioniert. Kaffee schmeckt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich mit dem Teil und dem Fahrrad, was übrigens da vorne steht, durchaus mal irgendwo hinfahren werde, um mir irgendwas zu kochen. In der freien Natur. So ein bisschen einfacher als mit dem Auto, weil mit dem Fahrrad komme ich halt überall hin. Perfekt. Gut, wunderbar. Das als quasi Zwischenvideo. Ich würde sagen, demnächst mehr. Natürlich von mir. Von wem sonst. Naja, wie auch immer. Ich trinke meinen Kaffee, genieße den Tag und dann sieht man sich. Gute Nacht.